Ich bin Luke und das ist mein Zuhause. Das ist meine Mutter, das ist mein Vater und das ist meine Schwester. Luke lebt in Sodwana Bay in Südafrika. Ein Naturparadies, nicht nur über Wasser. Unter Wasser gibt es tausende von bunten Fischen und das südlichste Korallenriff der Welt. Hier kommen regelmäßig auch Haie zu Besuch. Die größten von ihnen, die Walhaie, kommen einmal im Jahr vorbei. Auch die gefährlich aussehenden Sandtigerhaie sind in der Bucht. Ich mag alles an Haien. Wenn ich einen sehe, dann habe ich keine Angst und will ins Boot. Nein, ich denke nur, was für ein Glück, dass ich mit den Haien schwimmen kann. Ich glaube nicht, dass sie gefährlich sind. Sie sind einfach Tiere des Meeres, wie die anderen Fische auch. Lukes Vater hat ihm beigebracht, die verschiedenen Haie zu unterscheiden. Und obwohl er erst 8 Jahre alt ist, kann er spontan 7 Arten aufzählen. Weißspitzenriffhai, weißer Hai, Tigerhai, Sandtiger, Schwarzspitzenhai, Hammerhai, Makohai. Luke geht gerne in die Forest View School in Sodwana Bay. MZ, seine Lehrerin, weiß, wie furchtlos er ist. Luke's very brave. Luke ist sehr mutig. Er hat vor nichts Angst. Auch nicht vor Spinnen oder Schlangen. Unter den Schülern gilt Luke als Hai-Experte. Und weil sie das so spannend finden, hält Luke in den Unterrichtspausen regelrechte Vorträge. Was würdet ihr machen, wenn ihr euch im Wasser umdreht und plötzlich ist ein weißer Hai direkt vor eurer Nase? Ihr würdet euch erschrecken und versuchen wegzuschwimmen. Aber der weiße Hai ist viel schneller als ihr. Zeigt dem Hai, dass ihr keine Angst habt. Ob er wirklich so mutig ist, kann Luke bald im Meer unter Beweis stellen. Denn er hat sich mit seinem Vater Rob für diesen Sommer viel vorgenommen. Sie wollen mit Haien tauchen. Und beginnen wollen sie mit dem größten von allen, dem Walhai. Luke, du wartest auf das Suchflugzeug. Und wenn du es hörst, dann drückst du auf den Knopf hier und sagst Guten Morgen zu François. Und sag ihm, er soll nach einem großen Walhai suchen. Luke, bist du schon mal mit einem Walhai getaucht? Nein, ich habe aber 2 vom Boot aus gesehen. Wie groß waren die? Der erste war 7 Meter lang und der zweite 9 Meter. Lukes Vater Rob betreibt eine Tauchschule in Sodwana Bay. Immer wenn Luke nicht in die Schule muss, fährt er mit seinem Vater hinaus aufs Meer. Luke ist jetzt im richtigen Alter, um meine Welt kennenzulernen. Er war schon als kleines Kind mit auf dem Meer. Und jetzt ist er alt genug, um das Tauchen zu lernen. Doch nun gilt es erst einmal, mit dem Boot in die Brandung zu kommen. Sodwana Bay hat keinen Hafen und deshalb müssen die Boote direkt vom Strand ins Wasser geschoben werden. Und weil die Wellen von Minute zu Minute höher werden, beschließt Lukes Vater, draußen in der Bucht auf das Suchflugzeug zu warten. Luke muss für dieses schwierige Manöver eine Schwimmweste anlegen. Dann versucht Rob, das Boot um die größten Wellen herumzusteuern. Auch François ist mit dem kleinen Suchflugzeug inzwischen gestartet. Ohne ihn geht nichts, denn auch wenn ein Walhai bis zu 12 Meter lang ist, finden kann man ihn nur aus der Luft. Luke hat inzwischen das Steuer übernommen. Sein Vater und der Tauchlehrer Brad sind sehr angespannt. Jeder hofft vielleicht dieses Mal der Erste zu sein, der einen Walhai sieht. Doch gegen François und seinen Rundumblick aus der Luft haben sie keine Chance. Den Norden hat François schon abgesucht und noch kein Tier entdeckt. Jetzt fliegt er in Richtung Süden. Wenn François einen Walhai findet, dann können Luke und sein Vater mit dem Boot innerhalb kürzester Zeit dort sein. Walhaie umrunden auf ihrer Wanderschaft die ganze Erde. François im Ultraleichtflugzeug zieht Kurve um Kurve, immer auf der Suche nach ihnen. Doch schließlich gibt er auf für heute. Eine gute Gelegenheit für Rob, Luke am Strand noch mehr über Walhaie zu erklären.
been a long time that I wanted to explain to you and introduce you to the whale sharks. If you see them in the water, wenn du einen Walhai im Wasser siehst und er schwimmt auf dich zu, dann erkennst du zuerst das typische Aussehen eines Hais. Die geschwungene Rückenfinne, die hohe Schwanzflosse, die große Brustfinne. Wenn er dann näher kommt, siehst du die vielen Punkte auf seiner Haut. Und dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. Sein Gebiss hat keine scharfen, furchteinflößenden Zähne. Walhaie sind reine Vegetarier. Wenn du dir das mal von oben ansiehst, sein Maul ist leicht gerundet. Und hier vorne hat er seine Augen. Genau, direkt an den Seiten seines Kopfes. Dann hat er eine schöne Brust- und Rückenflosse. Die zweite Rückenflosse ist ein wenig zurückgesetzt. Und vorne hat er, wie alle anderen Haie, 5 Kiemenschlitze. Er hat also einen imposanten Rumpf und daran schließt sich eine mächtige Schwanzflosse an. Das Auge eines Walhais ist ziemlich interessant. Es hat etwa die Größe eines Golfballs und tritt aus einer Höhle heraus. Doch wenn dem Hai etwas zu nahe kommt, dann zieht sich das Auge einfach zurück. Dazu kommt dann ein zusätzliches Augenlid, mit dem er sich schützt. Auch wenn Luke heute mit keinem Walhai geschwommen ist, er kann an nichts anderes denken. Alles kreist um seinen Wunsch. Malen kann er nicht am Strand, aber eine Haiburg bauen. Am nächsten Tag fliegt François schon ganz früh morgens übers Wasser. Endlich hat er einen Walhai gefunden. Er schwimmt 15 Kilometer südlich von Sodwana Bay, dicht am Strand. So schnell wie möglich führt François nun Luke und das Boot zu dem Tier. Denn man weiß nie, was so ein Walhai vorhat. Vielleicht schwimmt er noch Stunden im flachen Wasser weiter. Vielleicht taucht er aber auch ins offene Meer ab. Und dann sieht ihn keiner mehr. Rob hat das Tier gefunden. Dicht unter der Oberfläche schwimmt es ruhig in Richtung Norden. Guck mal, Papa, er ist direkt hier. Hey, Papa, der ist größer als die letzten, die wir gesehen haben. Guck, die Flossen. Da ist er. Und ein Manta-Rochen. Ein Manta dahinter? Oh nein, das ist nur unser Schatten. Luke ist aufgeregt. Jetzt muss alles sehr schnell gehen. Die Unterwasserkameras sind schon bereit. Brett bedankt sich bei François für die erfolgreiche Suche und steuert das Boot vorsichtig am Hai vorbei. Er will die Taucher direkt vor dem Walhai absetzen. Rob erklärt Luke noch einmal, wie er sich unter Wasser verhalten soll. Dann ist es soweit. Die Kameraleute springen ins Wasser.